Guten Tag, in der letzten Folge haben die beiden sich verpuppt, also David und Sophie. Erste war, also in den letzten beiden war erste die ganze Schrott-Action, dann Saalpinsel und schließlich hat es erst Sophie erwischt und dann David. Denn die beiden sind ja offenbar richtig dick verbunden. Auch deep. Und dicht. Und so. Und es wurde versprochen, dass sie erstmal jetzt ein bisschen ganz entspannt, das ist ja auch wichtig in so einem Moment, Eingewöhnungsphase haben, bevor dann irgendwas Großes passiert. Und dementsprechend, ja, das ist also zu erwarten. Viel Spaß und bleibt geil. Schon am nächsten Tage, früh um 8, hämmert es an eure Tür. Ich schleife mich dahin, bin nämlich sehr betrunken gewesen. Du meinst, wir haben alle echt schlecht gepennt? Das müsst ihr wissen, bestimmt. Er hatte zumindest Also keine Albträume. ich auf jeden Fall, weil ich habe mich schon morgens angefangen hab, mit diesem Scheißvermieter zu saufen. Ja, ich erinnere mich. Also, du hast gesagt, du schleifst dich dahin. Ja, wenn du die Tür öffnest, dann steht er auch direkt da. Du schon wieder. Ah, schön. Hier, Ich guck habe mal. gestern. Weißt du, was ich. Ich sauf nie wieder mit dir. Ey, weißt du, was ich für Hier, eine Scheiß da gestern alles guckt erlebt ein habe? Tablett mit Kaffee und Tee. Könnt ihr euch aussuchen. Ein paar Schnittchen habe ich auch gemacht. Brötchen, alles da. Komm, ab in die Küche. Husch, 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 husch. Alter, was ist los mit dir? Und weck doch mal bitte das Fräulein. Sophie, aufstehen. Brüllt durch die Küche. Also, so in diesem Lautst dieser Lautstärke. Ja. Nichts regt sich. Ich habe mein Bestes getan. Los jetzt! Ist dringend! Sophie. Ich schleiche mich zu deiner Tür und klopfe an. Was? Unser Vermieter hat uns Frühstück gebracht. Ist ihm schon wieder langweilig? Schlimmer! Du hörst, wie es knarzt, als sie die Leiter hinunterklettert. Die Zimmertür öffnet. Erst jetzt wird euch bewusst, dass ihr dasteht als Menschen und euch als Menschen auch sehen könnt, gegenseitig und auch euren eigenen Leib, aber gleichzeitig euer Feen selbst nicht drüber gestülpt ist, sondern es ist wie, als würdet ihr mit euren Augen euch sehen, wie ihr früher wart und mit dem neuen Paar Augen, was ihr offenbar jetzt besitzt, auch gleichzeitig das andere sehen. Es ist nur so mittelmäßig anstrengend. Und es wird sich in den Alter, ich nächsten bin immer Minuten noch legen. betrunken. Oh, Scheiße. Oh. Ich reibe mir die Augen. Ich hatte nämlich gehofft, dass ich das nur geträumt habe. Sophie schlurft jetzt in die Küche. Er hat Was schon willst du? alles aufgedeckt und angedeckt. Die Brötchen sind auch tatsächlich schon geschmiert mit allem Möglichen. Also, ich habe eine gute und ich habe eine schlechte Nachricht. Setzt euch! Ich setze mich. Ihr würdet Sophie an den Schultern berühren und sie sanft zu ihrem Stuhl schubsen. Also. Gute Nachricht. Ich weiß es, wie ich das mache. Ich habe gesagt, ich bin nicht der Beste darin und so weiter. Aber ich habe jemanden gefunden, der die Erstversorgung übernimmt, dem ich vertrauen kann und dem ihr damit vertrauen könnt und der an dieses Haus gebunden ist und deswegen sowieso euch nicht, ne? Weil es ist doof, wenn jetzt in den ersten paar Minuten von irgendjemandem übers Ohr gehauen wird. Das passiert schon gern mal, wenn man unwissend ist. So, ist das nicht toll? Ganz hervorragend. Nehmt euch erstmal ein Brötchen. Und lasst euch nicht so viel Zeit. Ich Die nehme ein Brötchen. andere Nachricht ist, ich bin nicht ganz so jetzt unbedingt, hat man vielleicht gemerkt, eng
mit dem höfischen Treiben verwachsen. Deswegen wusste ich gestern nicht, dass ja heute der Hof offen steht. Und dann das nächste Mal ist wieder an einem Mond und einem Tag. Und wenn er heute nicht geht und euch vorstellt, dann sind alle sehr beleidigt. Wird. Ach ja, mittags, spätestens, müsst ihr da sein. Sophie guckt ihn an. Tee? Ich gehe wieder schlafen. Nein, wirklich nicht. Ich gehe duschen. Also, du kannst noch mal pennen gehen, aber in 2 Stunden werde abgeholt, abreisebereit. Mir wurde gesagt, traditionell, eure chimärische Kleidung weiß. Und als Mensch, das, was euch steht und was euch schmeckt, also passt, also gefällt. Da müsst ihr auch keinen feinen Fummel oder so anziehen. Also, ich muss jetzt mal sagen, unsere A-was-Kleidung? Das, was ihr so als Feenjan, das, okay, was in euren Räumen ist, unten im Keller. Ah, da ist also doch mehr. Okay, wie auch immer. Toll, ihr werdet auf dem Weg dahin. Mir wurde gesagt, das wird euch dann erklärt, ihr müsst halt ein paar Meterchen schon laufen, dass ihr da aber all das, was ich nicht imstande bin, weil ich zu blöde bin und was weiß ich, dass ihr das dann alles aber schon mal loswerden könnt, bis ihr ankommt. Und dass ihr dann schon mal mit jemandem reden könnt, der sogar Ahnung hat, wie dann die ganze Sache mit dem Mentor und so abläuft, weil du, das wäre bei mir echt lange her und ich habe alles vergessen. Schön! Wer holt uns ab? Herr Satt? ich sag mal, es ist unhöflich zu starren, aber ich denke, jeder würde euch das verzeihen können. Wieso starren? Ja, ich meine, wir sind ja alle doch recht sehenswert, ne? Er klopft mit seinen Hufen auf euren Küchenboden. Ich geh duschen. Soll ich dich abtrocknen? Fick dich. Ja, Tommy, ich weiß auch nicht. Tut mir leid. Sie geht ins Badezimmer. Kann er nur auch nicht hell sehen. Er nimmt sich erstmal ein Brötchen. Dann erzähl mir mal so, was du über diesen Scheißhof weißt. Ja, das ist der Hof der Salzlande. Die Salzlande erstrecken sich von hier bis Prag. Eher so schlauchförmig. Brauchst du eine Karte? Ich hab nämlich keine. Und ich könnte es dir jetzt nicht genau einzeichnen, aber ist auch egal. Von hier bis Prag. Leipzig, Dresden, runter da. Und der Hof von dem Grafen, der das alles regiert, der ist hier. Weil die Bedeutung, die dieses Städtchen hier früher hatte, und also ganz früher, und die auch wirklich nicht zu vernachlässigen ist, ist ja Salz aus der Erde schneiden und nach Prag, was ja schon auch damals eine dicke Stadt war, rüberkarren. Und da waren die richtig reich, hier waren die da. Und der Hof, das ist halt schon ein ansehnliches Schlösschen, sag ich mal. Mit einiges an Bediensteten so, also hier Vasallen quasi und Volk, was da halt arbeitet und sich irgendwie hört, ne? Und voller politischer Machenschaften vermutlich und geiler Bitches in geilen Kleidern, denen du nicht mal sagen kannst, dass sie geile Bitches in geilen Kleidern sind. Ungefähr das. Alles klar, was läuft da ab? Das ist so quasi das Bürgeramt, da muss ich... Naja, ihr geht da hin, dann werdet ihr abgeholt dort, dann werden euch die notwendigsten Sachen, was heißt die notwendigsten, ihr werdet da quasi drauf vorbereitet, weil ihr dann heute euren Namen findet und danach
werdet ihr gefeiert, wie sich das hier hört. Und man wird euch dort auf jeden Fall willkommen heißen. Ah ja. Mein Name. Naja, okay, vielleicht eher deinem Namen, die Bedeutung deines Namens finden, weißt du? Wenn du Glück hast, ich hoffe das ja für dich. Also, nochmal bitte. Na, vielleicht wirst du dich nicht erinnern können an das, was dein Name alles schon erlebt hat. Denn wenn du, anders, pass auf, es kann sein, dass du dich an Teile vieler deiner früheren Leben, in der du diesen Namen trugst, erinnern kannst und an all die Errungenschaften, die du da gebracht hast. Und wenn du das dann erzählen kannst, so im Zusammenhang mit deinem Namen, dann sagen die Leute, oh und ah und oh, guck mal, das ist der und der. Oder vielleicht war es auch eher, ich sag mal, niemand. Dann sagen sie trotzdem immer noch, willkommen, willkommen, hier, ein Kelch Wein. Aber wenn du ganz großes Pech hast, dann wirst du dich nicht so richtig erinnern. Aber trotzdem ist das... Also kann ich da eine Scheiße erzählen? Du kannst... Ich bin der Letzte, der dir sagen würde, du solltest niemals versuchen, den Adel anzulügen. Aber vielleicht solltest du es auch nicht beim ersten Mal versuchen und es hat auch nicht ganz so viel Zweck. Jedenfalls nicht in deren Domäne. Warum? Ich sag mal, so ein Graf kann ja Tribute einfordern, ne? Natürlich, zum Besten so? Des Volkes auch. Na klar kann der das. Und ich meine, Steuern bezahlst du ja sonst auch. Und die machen ihn nicht unbedingt lappiger. Im Gegenteil gar. Die machen aus ihm ein richtiges Tier, wenn du verstehst. In jeder Hinsicht, wenn du Pech hast. Und in seinen Hallen ihn anzulügen... Könnt doch schon merken. Außerdem ist der Äonen alt und weiß von all den Äonen noch sehr viel mehr als wir. Also wenn ich den quasi vor 2 Äonen angekackt habe, dann... Nein, dann ist es vermutlich alles vergeben und vergessen. Sowas können wir uns heute nicht mehr leisten heutzutage. Es sei denn, du hast ihm... Ich gucke ihn halt völlig ungläubig an, halt so mit diesem... Erzähl mal ruhig weiter. Blick, du hast ihm wortwörtlich ans Bein gekackt. Dann könnten wir nochmal drüber reden. Aber wenn du, also die meisten Sachen sind echt vergeben und vergessen. Ich meine, solange du nicht das Wappen seines Feindes ergriffen hast und mit einem Speer auf ihn zugerannt bist, sollte das alles okay sein. Jetzt also nochmal zum Mitschreiben. Ich bin irgendwie wie ihr, Alter? Scheiße alt, Alter. Okay. Ich kann dir keine Zahlen nennen, weil es keine Zeit gibt. Wer weiß denn schon, ob es damals Zeit gibt? Vielleicht war die noch gar nicht erfunden. Oder vielleicht verlief die damals viereckig oder so. Du weißt schon, das ist schon wieder alles so komisch. Dass das alles wenig Sinn ergibt. Hör doch mal auf mit diesem Sinn ergeben. Bitte, hör doch mal auf, den Sinn zu suchen. Den Sinn musst du fühlen. Okay, naja, ich sehe dir das alles nach. Es ist auch früh am Morgen. Ja. Du musst einfach versuchen, die Poperze locker zu lassen und dann hoffen, dass ich noch mehr von Zeug brauche, was mir irgendwie entfällt ist. Dass du was? Dass ich noch mehr von dem Zeug trinke oder rauche, was du mir eingeflößt hast. Ich hab dir überhaupt nichts eingeflößt, außer ein paar kräftigen Schnäpschen. Ja. Das ist ja klar. Jetzt geht's viel weniger um Sinn, sondern um den persönlichen Sinn, den du im Leben und in allem siehst, weißt du? Ich würde gern studieren, damit ich
meinen Eltern auf dem Hof helfen kann. Ja. Lass mal das erstmal beiseite. Also ich meine, das lass mal nicht beiseite. Das solltest du nicht außer Acht lassen, wenn dir das wichtig ist. Aber es kommt ja jetzt trotzdem noch mehr dazu. Yeah. Okay. Ich spiele einfach mal ein bisschen mit. Ja. Wie muss ich den Typen, eure Exzellenz war das, glaube ich? Eure Exzellenz. Das, du, aber nagel mich nicht drauf fest, das fragst du bitte auf dem Weg den Typen, der Ahnung davon hat. Den Typen, der schon so aussieht, als könnte er dir den Feenknigger auswendig auch sagen. Also Herrn Satt. Genau den. Okay. Wenn ihr da noch ein bisschen wortlos gesessen habt oder wie auch immer, kommt Sophie irgendwann raus. Trägt immerhin wieder ein T-Shirt, die Haare sind nass. Und sie setzt sich wieder an den Tisch. Hast du deine andere Dingshose angezogen? Weil ich hab's momentan noch nicht getan. Stimmt, da war was. Das hat sie vergessen, glaube ich. Er sitzt also beide nackt da, sehr das gut. Das fällt sie ja, ja. Dann auf, wenn sie in die Küche kommt und David sieht. Dann dreht sie sich wieder um. Hä? Hättest du auch was sagen können, Alter. Ich hab dir gestern gesagt, wegen mir musst du dich weder als Mensch noch irgendwo anders irgendwie bekleiden. Ich lebe hier mit einer Frau zusammen. Das wäre vielleicht angebracht gewesen. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass wir hier so förmlich sind plötzlich. Ja, keine Ahnung, du hast das entschieden, dass wir... Nein, Moment. Du hast uns dazu gebracht, dass wir so komisch sind, also... Nein. Nein. Ihr hattet das Glück, euch zu verpuppen. Abgesehen davon, siehst du mich eine Hose tragen? Nee, heul ich rum? Nee, also... Du hast da Fell? Naja, aber... Ich meine, ich muss dich nicht jetzt anschauen. Ich sag ja normalerweise, hinzugucken, aber ich sag ja noch immer normalerweise keine Hose, keine Probleme, aber. Nee, ja, dann sag das doch jetzt. Da steht doch mal zu deinem Wort. Und wie soll ich denn jetzt nach unten gehen? Du hast doch noch die Kleidung von gestern in deinem Zimmer. Du hattest doch gestern Kleidung an. Richtig, stimmt. Wo kommen die eigentlich her? Die wurde dir mitgeliefert. Frag mich nicht, ich habe auch keine Ahnung. Aber das ist normal, dass man nicht nackt erscheint. Na dann. Ich gehe mal in mein Zimmer. Und gehe duschen. Sophie bekleidet sich. In beiden Varianten vollständig. Und geht wieder in die Küche. Tee? Ja. Er wird dir was einjießen. Sie trinkt Tee. Und so wird ja alles auch knackig. Ja. Gut. Mal unter uns, ne? Hm. Nur, dass du darauf vorbereitet bist, du wirst dort vermutlich noch ein bisschen besser behandelt als der Junge. Warum? Naja, weil du zum Adel gehörst. Das mit dem Dementieren habe ich schon gestern getan und es brachte nichts, also werde ich mir das heute sparen. Guck doch mal. Ich meine... Du hättest ja auch dementieren können, dass du ein magisches Wesen bist. Und? Ja, das war gestern sehr offensichtlich für mich, dass irgendwann dann, als das in meinem Kopf angekommen war, dass das definitiv nicht der Fall war. Also das hätte ich nicht mehr dementieren können. Ja, und da ich ja schon 1-2 Jahre verbracht habe in dieser Welt hier, würde ich sagen, du erfüllst 4 von 6 von 10
7 von 10 Kriterien. Was sind denn die 10 Kriterien? Es war jetzt eher außer Luft gegriffen. Welche Kriterien erfülle ich nicht? Es ist nichts, was ich beschreiben könnte, wenn ich ehrlich bin. Das wirst du sehen, denke ich. Die Ski haben Ausstrahlung, die... die alles andere als unterwältigend ist. Ski stehen auf einer stürmischen Bergklippe umtost von der Brandung und schreien schön und schrecklich wie der Morgen und die Nacht, tückisch wie die See. Ja, ich hab schon mal einen gesehen. Ah, so. Ja, dann denke ich, ja, das erfüllst du nicht ganz, aber ist auch egal. Okay, ich war nur neugierig. Aber dann hast du ja eine Vorstellung. Ja. Und deswegen wirst du vielleicht auch anders behandelt. Aber da du heute zum Hofe gehst, kannst du ein Stück weit Standards setzen für die Zukunft. Und vor allen Dingen auch Standards, was hier deinen Kumpel angeht. Inwiefern? Na, wenn du jetzt zum Beispiel zulässt, dass sie ganz anders mit, ich weiß nicht, wie das wird, ganz anders mit ihm umgehen als mit dir, dann ist es was anderes, wenn du sagst, hey, das ist auch mein Bro. Was soll denn das? Das ist mein fescher Homie. Und du meinst, dafür fordert man mich nicht zum Duell raus, ja? Gott, also wenn du nicht hier anfängst, jemanden ins Gesicht zu spucken? Habe ich nicht getan, ist aber trotzdem schon mal passiert. Oh, dann hast du was anderes gemacht, was vermutlich als eines der größeren Beleidigungen aufgefasst wurde. Ha. Okay. Es ist immer schwierig, wenn man Leute beleidigt und nicht weiß, weshalb man sie beleidigt hat. Da sagst du mir was, Alter. Ich mach meistens das Maul auf und plötzlich sind die Leute wütend und denk mir, was ist denn da los? Da kamen wohl wieder Worte raus aus diesem Unheilsschlund. Könnte man meinen, ja. Und deswegen bleibe ich ja hier. Ha! Und hüte den Wanst. Hm. Du hörst dich begeistert an. Ich erwarte den Tag, da sie mir in die Keule beißt. Mit wenig Sehnsucht auch, muss ich sagen. Weiß es nicht, ich hab noch nie Ziege gegessen. Wow. Und darauf trinke ich ein. Er guckt sich bei euch um. Ach, scheiße. Nebenan. Haha, netter Versuch. Er nimmt sich eine Tasse von euch und füllt sich Kaffee ein und trinkt davon. Sie schmunzelt ein bisschen. Nee, Mann. So weit kommt's auf jeden Fall noch. Naja. Du wolltest Schnaps haben. Ich habe dir gesagt, wo es Schnaps gibt. Ja, hättest du auch sagen können, hier, geht doch gleich zum Edeka. Das wäre übertrieben gewesen. Hm. Jo. Ich würde auch gerade kommen. Also wieder. Sogar angezogen. Okay. In Arbeiterclub. So wie sie's gehört. So wie sie's hier hört. Ja, ich gehe dann mal in den Keller und such mal. Also was wollen wir für Klamotten sollen wir da holen? Weiße? Ich habe gesagt traditionell weiß. Das heißt? Na, das heißt, dass du nicht jede Tradition einhalten musst. Da habe ich ja Glück gehabt. Kann man sagen. Dann geh ich mal runter, mal gucken, was für fancy Klamotten ich aus den tausenden Millionen meiner Jahre zurückgeholt habe. Ja, erwarte kein 80er-Jahre-Disco-Outfit.
Das wäre echt ein bisschen witzig. Das wäre cool. Als Diskus, du. Du meinst mit lila Hemd? Mm. Afro-Perücke? Ah, ich würde sagen, das würde schon irgendwie Sinn machen bei dir. Schön. Gefällt mir. Mhm. Ich schau mal, ob ich sowas. Kleiner Rebell. Also wenn du in deinem Raum bist und da die ein paar Schränke durchwühlst oder durchguckst, bis du einen Kleiderschrank gefunden hast, ich denke, also weiße Klamotten musst du auf jeden Fall haben. Vermutlich irgendein gestärktes weißes Leinen oder sowas. Jetzt nichts irgendwie, das super Anzug oder so ein Shit, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Aber irgend sowas in der Richtung auf jeden Fall. Wie bitte? Aber irgendwas in die Richtung von, zumindest, dass es von der Farbe einigermaßen passt. Oder von der Nicht-Farbe auf jeden Fall. Ja, es soll halt so nach mehr oder minder offiziell aussehen, weiß. Na, das Offiziellste, was du hast, irgendein gestärktes Leinen, was nicht so aussieht, das hättest du damit ständig Mühlräder zusammengebaut. Na guck, dann nehmen wir das dann. Habe ich auch irgendwelche Klamotten mit Wappen oder so drauf? Ja. Was du musst ab und zu Klamotten mit Wappen drauf haben, aber das Wappen ist, also zumindest hast du da quasi so eine Art aufgenähtes, eine Wappenvorlage, aber die ist vollkommen weiß. Oder in der Farbe, in der das Kleidungsstück ist. Lea, könnte man auch sagen. Ob das wohl so gewollt ist? Oder ob ich mich einfach nur nicht daran erinnern kann, wie das aussieht? Na gut, ich ziehe eins ohne Wappen an. Juti. Nicht, dass ich dann auf einmal plötzlich den komischen drei Sterne und einen Hammer drauf habe. Zahnräder. Zahnräder. Gut. Wäre etwas irritierend. Zumal ich kenne die politische Lage nicht, ich weiß ja nicht, mit wem der gerade im Krieg ist. Das ist ein bisschen so, Jetzt, ihr habt noch keine Schrottwichtel entsandt. Bestimmt ist da noch gar kein Krieg. Na, meine Armee. Wenn die sich nicht schon wieder selbst zerfleischt hat, wer weiß das schon. Warum kriegen wir eigentlich keinen täglichen Statusbericht? Was ist da los? Weiß auch nicht, was mit dem Boten los ist. Ich glaube, das müssen wir nochmal in Erfahrung bringen. Wie wär's denn mit heute? Ihr habt ja was zu tun. Wir haben direkt einen Termin. Man kann halt nicht alles die ganze Zeit immer durchaus für so einen untergebenen bereitstellen. Ich muss das auch selber organisieren, aber dann muss auch dann der tägliche Tagesbericht kommen. Delegieren ist das. Ja, also ich ziehe mich hoffentlich formal an und dann gehe ich noch rum und frage nach, ob das okay ist. Nee, was weiß ich denn? Ich war noch nie, ich war einmal an diesem Hof. Ich war wenig formal gekleidet. Ich würde mich sogar als sehr nackt beschreiben. Wolltest du ein Statement setzen? Das war keine Hose, keine Probleme. Auf jeden Fall, aber daran hatte ich da nicht gedacht, also. Ja. Keine Hose, keine Probleme. So ist es. Jetzt runter damit. Ja, nee. Aha. Ich will das nicht verknittern, ich muss ja gleich an den Hof. Das stimmt. Gut. Ich wollte noch ein bisschen Wäsche von euch gleich zusammenpacken. Wenn ihr mir einfach was in den Korb schmeißt, nehme ich's mit. Ein oder zwei Körbe? Mir ist eine Packwäsche also, irgendwo rein, die ich gerade noch so tragen kann und dann nehme ich die mit. Richtige Wäsche oder auch imaginäre Wäsche? Hey.
richtige Wäsche. Pass auf, alles, was dem Traum und der Magie entspringt und keine Fee ist, sind Chimären. Also alles, was lebt und alles, was nicht lebt. Und ja, haut mir alles rein. Und die müssen sich nicht trennen. Ich sehe das ja. Ja, ich weiß ja nicht, keine Ahnung, ob das irgendwie dann einen speziellen Waschgang hat gekriegt oder so. Na klar gibt's das. Das würde vieles, ich meine, vieles gerade so fies Fummel, würde ich sagen, sieht echt nach Handwäsche aus, aber darum kümmere ich mich ja auch nicht. Stimmt, du hast irgendwo deine Heizelbündchen. Ist ja jetzt nicht meine. Also ich meine, Martha macht das echt gerne. Ja. Also packte mir was ein? Wäre cool. Ja, klar. Ich dachte, es gäbe vielleicht so einen magischen Reinigungsservice, der sagt, ey, meine Kleidung wird gar nicht erst dreckig. Hex, Hex? Na, für dich bestimmt bald, aber nicht deine menschliche Kleidung. Na gut. Es wäre auch langweilig, wenn ich nicht mindestens einen Farbspritzer auf meinen Kleidungsstücken hätte. Das wäre ja nicht mehr ich. Das ist mein persönliches Wappen. Du wirst jetzt sagen, da kommt noch viel mehr. Ich habe die Türen gesehen, aber... Also, keine Ahnung, was auf euren Türen ist, und das will ich auch gar nicht wissen. Ihr könnt es mir eh nicht erzählen. Gut, packt mal ein. Und dann würde ich sagen, es wird bestimmt als höflich erachtet, wenn ihr runtergeht. Denke ich. Bestimmt. Okay. Nehmt euch irgendwas noch eine Stulle auf der Hand mit? Nee. Na gut. Sophie packt noch ein bisschen Dreckwäsche zusammen. Und... Ja, Dito. Und ich packe halt meinen Kleiderschrank von unten, weil der ist bestimmt seit Jahrhunderten nicht mehr gewaschen worden. Gefühlt. Ist alles sauber. Ne, alles sauber und es riecht nicht nach Motten, es riecht ein bisschen nach Holz. Ja, und nach dem Kaminfeuer. Ja, gut, aber das nicht da. Unangenehm. Na, das ist dann okay. Dann kommen da einfach nur meine Arbeiterklamotten drauf. Sehr gut. Ich nehme an, Sophies Kleidungsstück ist noch unbedingst unbesudelt. Na, selbstverständlich. Okay, dann kann sie das anlassen. Gut. Dann geht ihr runter. Roland wusste sich mit dem Korbschütteln verabschieden. Runtergehen. Oder rausgehen, direkt die Wäsche direkt wegbringen und ja, dann steht er vor Sattens Tür. Ich drücke die Klingel. Die Tür wird sich eröffnen. Man erkennt Sandro schon noch. Also vom Gesichtszug her. Er ist allerdings extrem abgemagert. Die Haut spannt sich wie Pergament über das knochige Gesicht. Seine Haut ist weiß wie Sophies, aber dünn. Habe ich schon wie Pergament gesagt, ja? Die Augen vollständig schwarz. Er ist gekleidet in eine Art dunklen Frack. Nee, das ist was mit den Dingern da. Mit einer Art dunklen Anzug. Jackette. Mit einer Fliege, die aussieht wie ein bisschen wie eine Fledermaus, zumindest wenn man den Kopf leicht neigt. Von ihm geht ein ganz leichter, kaum wahrzunehmender, modriger Geruch aus. Und als er euch wie immer höflich anlächelt, bemerkt ihr, dass er keine Zähne besitzt. Und die Hand, die sich immer bewegt hat, da seht ihr jetzt, dass eine Spinne permanent an Fäden zwischen seinen Fingern hin und her klettert. Hi.
Guten Morgen. Willkommen in eurem zweiten Leben. Wollen wir so dann aufbrechen? Klar. Er setzt sich einen, wie nennt man das, einen kurzen Zylinder? Ist auch egal, also einen kleineren Zylinder auf und wird dann aus der Haustür gehen. Ich werf hinter seinem Rücken so viel einen Blick zu, so von wegen so, what the fuck? Du siehst, wie ihre Augen an dir entlang gleiten hoch und runter und sie die Augenbraue ein bisschen hochzieht. Ja, du kriegst halt so ein Achselzucken so von wegen so, what the fuck? Das war ein Blick nach dem Motto, guck dich mal im Spiegel an. Ja, das war mir schon klar. Deswegen ein, what the fuck? Was ist hier los? Er versteht das nicht. Sie können uns helfen, was die Etikette angeht? Oh, ich halte mich für jemanden, der doch ausreichendes Wissen über höfische Etikette besitzt. Gerade für euch ist auch am ersten Tage noch vieles an kleinen Missgeschicken und Fehlern selbstverständlich verziehen. Das ist nett. Es ist ungewöhnlich für uns gerade. Ich habe vollstes Verständnis und bin für jede Frage offen. Ich werde vermutlich die meisten beantworten. Ich würde doch vorschlagen, dass wir aber schon die Sachen im Gehen klären. Wir werden nicht mit der gemeinschaftlichen Prozession zum Hofe aufbrechen. Es gibt eine Prozession. Entschuldigung, wie sie oder? Oh, selbstverständlich. Wenn der Hof öffentlich tagt, ist es meistens ein großes oder kleines Fest. Zumindest aber ist es eine Möglichkeit, teilzuhaben, Klatsch auszutauschen und sich darüber zu informieren, was eigentlich beschlossen und verordnet wird, nicht wahr? Allerdings halte ich es für klug, den ganzen Schaulustigen zu entgehen. Ihr müsst schon mit meiner Erscheinung zurechtkommen und die Vielzahl an wunderlichen Gestalten, die zu sehen. Ich denke nicht, dass es eine gute Idee wäre. Des Weiteren möchte ich vermeiden, aufgehalten zu werden. Und mit Energie würden wir das garantieren. Warum? Die Herrscherklasse bietet das größte Potenzial für Klatsch, Tratsch, aber auch für die persönliche Bereicherung, nicht wahr? Herrscherklasse? Oh ja. Sie also auch so ein Herzog, Graf, Dings. Nun, sie hat das Potenzial dazu, denke ich. Aber ich muss nicht. Das ist eine philosophische Frage. Glaubt ihr an das Schicksal, Herrin? Muss ich die jetzt auch mit Herrin ansprechen? Bitte nicht. Danke. Und sie müssen das wirklich auch nicht tun. Ich tat es vor allem, um zu verdeutlichen, welche Wahl ihr habt.
Ihr könnt euch wehren, ihr könnt euch gegen das Schicksal wehren und das, was sie jetzt darstellt. Und vielleicht könnt ihr das sogar erfolgreich tun. Aber ihr habt noch so viel Zeit zu erkunden, was euer Begierde, was euer Wunsch und was eure Fähigkeiten sind. Ah, ja. Ich habe mir selber noch nicht in den Spiegel geguckt. Also, keine Ahnung. Wie sehe ich aus? Was bin ich für einer? Sie sind ein Heinzelmännchen. Just kidding. Guck mal hier, du bist die Herrin und ich bin ein Heinzelmännchen. Na guck, na guck. Eine zu Recht stolze Klasse von Machern, von bescheidenen Leuten, hilfsbereit und geschickt darin, ihre Hilfsbereitschaft zum richtigen Zeitpunkt nicht nur zum Ausdruck zu bringen, sondern auch sich die Gegenleistung dafür zu sichern. Und sie? Oder ist das unhöflich, sowas zu fragen? Für euch ist es sicherlich nicht unhöflich. Zu einem späteren Zeitpunkt kann es durchaus als Fauxpas gewertet werden. Ich bin ein Sloa. Ein was? Geschaffen, um Furcht unter die Menschen zu bringen, nicht Terror. Nicht die profane, ja die vulgäre Angst, bei der die Menschen erstarren. Ich bin das Kriechen in den Schatten. Ich bin das unangenehme Geräusch, das einem eine Gänsehaut beschert. Das unangenehm noch nach Stunden nachhallt. Das Kriechen in der Höhle, das Wispern im Wald. Okay. Schön, sie nochmal kennenzulernen. Irgendwie klingt das nicht so, also, Entschuldigung, wenn ich das sage. Sie sind mir bis dato sehr freundlich rübergekommen. Das klingt jetzt nicht so freundlich. In selbst dieser bescheidenen Welt braucht es nicht nur das fröhliche Lachen, braucht es nicht nur ein herzhaftes Kichern, ein ausgelassenes Johlen. Es braucht Furcht. Was wäre die Welt nur mit all diesem glückseligen Getue? Es braucht Trauer und Wut. Ebenso wie alles andere, Licht und Schatten. Zu viel lächelt ein bisschen, als er das sagt. Ergibt irgendwie Sinn, dann ist Roland Glück und Party und quasi theoretischer Gegenspieler. Ich denke, das ist zu einfach formuliert. Nun, ich bin gerade erst verpuppt, ich habe keine Ahnung. Oh, selbstverständlich. Ich musste nur über meine folgenden Worte nachdenken. Ich wollte sie nicht in irgendeiner Form zurechtweisen. Roland ist ein Satyr und sucht entsprechend seiner Art im Genuss, im Augenblick die Erfüllung. Das heißt nicht, dass er wie andere seiner Art ist. Das heißt nicht, dass er nur das Glück bringt, dass er nur fröhlich und lachend durch die Straßen zieht. Ich weiß nicht, ob Sie schon das Erlebnis hatten, die Tragik zu sehen, wenn ihm langweilig war. Doch. Das Vergnügen hatten wir vor einigen Tagen schon.
Er lebt im Extrem. In jeder Sekunde zumindest versucht er das. Faszinierend. Und der Wanst? Oh ja. Ich kann euch vom Wanst erzählen. Und ich kann euch vom Gift des Wanstes erzählen. Ich möchte es euch lieber zeigen zu einem späteren Zeitpunkt. Im Kontext. Ich denke, meine Worte und Formulierungen können dem nicht gerecht werden, weil der Wanst, lasst mich so viel sagen, der Wanst ist eine Rotkappe, die vermutlich am stärksten benachteiligte und mit Vorurteilen belastetste aller Arten von Feen. Ihr habt den Wanst in seiner Persönlichkeit als Kind kennengelernt. Was ich euch jetzt sagen könnte, würde euer Bild vergiften. Was ich euch später zeigen kann, würde euer Bild komplettieren, Entschuldigung. Sophie lächelt okay. Ein bisschen. Ich kenne nur ein paar der alten Geschichten. Mein Großvater hat mir mal was erzählt. Also Rotkäppchen kenne ich ja auch. Die wurde vom Wolf gefressen. Nein. Der Wolf wurde vom Rotkäppchen gefressen. Okay, die Geschichte kenne ich so ganz. Aber wurde nicht vom Jäger? Es ist ein tröstendes Bild, sich die Geschichte so rum zu erzählen. Und nicht vom kleinen Mädchen, was sich als wilde Bestie entpuppt. Okay. Nun habe ich es doch getan. Ich würde euch dazu einladen, zu einem späteren Zeitpunkt etwas zu zeigen. Nicht heute. Dringlichst, bevor wir auf andere Feen treffen, muss ich euch Folgendes sagen. Es sind mehrere Dinge, von denen ich glaube, dass sie der geschätzte Roland nicht formuliert hat. Zum einen, eure Worte haben Gewicht im Umgang mit anderen Feen. Eure Eide und euer Handel, den ihr ausformuliert, hat Gewicht. Unter Umständen wird der Traum selbst eure Worte wahr werden lassen und wird der Traum dafür sorgen, dass ihr ein Versprechen einhaltet. Oder bei Eidbruch entsprechend bestraft werdet. Seid vorsichtig. Es ist für viele ein netter Zeitvertreib und eine einfache Möglichkeit des Machtgewinns, jemanden zu einer scheinbar einfachen Sache zu überreden, die sich später als so höchst tragisch herausstellt. Zum Zweiten, der Unglaube der Menschen an den Traum und an die Magie, an das Unbekannte ist schädlich für euch. Offenbart euch keinem Menschen. Versucht sie fernzuhalten von den Städten, an denen sich eure Feenseele wohlfühlt, und geht denen aus dem Weg, die den kalten Wind der Banalität bringen. Ihre Worte und ihr Denken kann euch verletzen, gar töten. What? Wie? Also, es ergibt irgendwie wenig Sinn. Genau diese Art von Denken ist es, die gefährlich wird. Selbst deine Worte können dich verletzen.
wenn du nicht an deine Existenz glaubst, wenn du es verleugnest, wenn du die Kreativität, die Schaffenskraft und die Gefühle des Traums dich von ihnen abwendest, dann wirst du deine Feenseele verlieren. Sie wird dir entgleiten und du bist nichts weiter als der David, der du warst, bevor du in dieses Haus gezogen bist. Vielleicht und höchstwahrscheinlich sogar noch weniger. Okay. Gut. Heute werdet ihr, ich habe es bereits eingefädelt, am Hofe zuerst nicht den Grafen treffen, sondern eine andere Ski. Sie wird euch darüber aufklären, wie ihr zu eurem Namen kommt. Und später dann werdet ihr mit eben jenem zurückkehren, vor dem Grafen vorstellig werden und vor der Gemeinschaft, die sich eingefunden hat. Euch wird ein Mentor zugewiesen und ihr werdet einen Eid mit ihm schwören. Und obwohl ich vorhin sagte, ihr sollt vorsichtig mit diesen Dingen sein, er ist sehr vorteilhaft für euch. Was für ein Eid? Der Eid des Mündels. Es ist ein Austausch. Im Wesentlichen verspricht er euch zu beschützen, zu lehren, gut zu behandeln und immer in seinem Haus willkommen zu heißen. Euch auszubilden, sodass ihr auf eigenen Beinen stehen könnt. Und ihr schwört, ihm nicht zu schaden, nicht willentlich zu verletzen, zu bestehlen oder in Schwierigkeiten zu bringen. Das klingt fair. Ihr könnt ablehnen, einen Mentor zu erhalten. Allerdings geltet ihr dann als vollwertige Mitglieder unserer Gemeinschaft mit allen Rechten und Pflichten, die ihr dann nicht kennt. Ich rate davon ab. Der Mentor wird uns zugewiesen, ja? Der Graf bewies in dieser Hinsicht tatsächlich eine gute Hand und hat weise Entschlüsse getroffen. Bisher gab es so gut wie keine Beschwerden. Sophie nickt. Ihr guckt immer mal wieder hinauf in den Himmel. Scheint irgendwie so beiläufig was zu suchen. Suchst du Sir William von Eyckfischer? Ja. Ich bin davon ausgegangen, dass... Ach so, das hab ich das nicht gesagt, ja? Nein. Ach so, ne, also der, dann wird er spätestens jetzt auf deiner Schulter landen. Er musste sich vorher noch etwas stehlen, und zwar ein Stück Aluminiumfolie. Von Kippen. Dann lächelt sie, fährt ihm ganz sanft mit dem Finger übers Federkleid. Hat der sich irgendwie verändert oder ist er immer noch ein normaler Vogel? Das ist ein normaler Vogel. Okay. Hätte sein können, dass der absolut creepy ist oder so. Achso, ja, er fängt natürlich an, die Augen auszupicken. Ja, aber ist ja immer noch ein normaler Vogel. Gut, damit kann ich leben. Vielleicht nicht sehen, aber... Ja, dann ist er gut. Mehr braucht man ja nicht. Du sollst ja auch arbeiten und nicht hingucken. Eben. Das lenkt nur ab vom Arbeiten. Richtig. Er wird mit euch, in einen kleinen Park gehen. In Richtung Saale. Und dann auf einen sehr schmalen Abschnitt eines Seitenarmes deuten. Darüber ist ein abgebrochener dünner Baumstumpf.
nicht gelegt, sondern der ist halt einfach abgebrochen und liegt jetzt über dem Fluss. Jede Brücke in dieser Stadt führt zum Hof des Salzes. Wir nehmen eine etwas kleinere Brücke. Wenn ihr später das Bedürfnis verspürt, zum Ufer aufzubrechen, jede Brücke tut es. Habt ihr noch etwas, was euch auf dem Herzen liegt, etwas Dringliches? Wie müssen wir uns da benehmen? Einer Verbeugung gegenüber dem Adel ist immer angemessen. Ich stelle euch die erste Person vor, sodass ihr auch den Namen erkennt. Der Graf ist mit eurer Exzellenz zu bezeichnen. Alle anderen mit Herren oder Herr. Alle anderen Adligen oder alle anderen? Alle anderen Adligen. Es wird dir nicht schwer fallen, sie zu erkennen. Okay. Verdammt, ich hab dich schon wieder geduzt. Gut. Er wird dann über diesen Baumstamm gehen. Und ihr seht, wie sein menschlicher Körper dabei verschwindet und sich vor seinem chimärischen Körper eine völlig andere Landschaft auftut, als, ich meine, das Stückchen Wäldchen dahinter, was hinter diesem Baumstumpf fliegt auf der anderen Seite. Ihr seht große Blumenfelder, hauptsächlich Sonnenblumen, mehrere große Straßen und ein kleiner Pfad, die zu einem riesigen Schloss führen, in ungefähr 2 Kilometer Entfernung, das aus Glas und Kristall zu bestehen scheint. Überall am Wegesrand und am Schloss selbst sind Wappen, einmal eine Sonnenblume, an deren Blüte die Sonne selbst ist, und einmal grüner Grund, darauf ein goldener Greif, der in jeder der hinteren Klauen einen Hirschkäfer hält. Der höchste Turm dieses Schlosses ist die Sonne, also auf dem höchsten Turm dieses Schlosses steht die Sonne selbst. Und ihr seht auf den breiteren Straßen dahin Prozessionen von ganz wundersamen Wesen, aber die sind sehr weit weg und kaum zu erkennen. Okay. Sophie fährt ganz beiläufig mit der Hand ein bisschen über eine der Sonnenblumen, wie man das manchmal macht, wenn man da vorbeigeht und dann irgendwie diese Äste von Bäumen berührt oder diese Blumen und eine kleine Schicht aus Raureif bildet sich auf den Blütenblättern. Mhm. Also du folgst ihm über den Baumstamm und dann machst du das, ja? Mhm. Der Reif wird auch bestimmt noch ein paar Sekunden da bleiben, bevor ihm aber dann die Sonne am Himmel doch verdampfen lässt. Es ist Sommer. Punkt. Noch. Schüch. Ja, ich folge und schaue mich ein bisschen ungläubig um. Mhm. Wenn du dich umblickst, siehst du dahinter den normalen Weg, auf den du gekommen bist, und in der Ferne die normalen Gebäude der Stadt. Sie sind jetzt ein bisschen verwaschener, ein bisschen an den Ecken und Kanten aufgelöst, aber sie ist noch da. Herr Satt? Ja. Was passiert mit unseren Körpern? Sie treten ein. Sie werden Teil der Seele, so wie die Seele vorher Teil des Körpers war. Die Details entziehen sich meiner Kenntnis und wohl auch der Kenntnis jeden anderen. Es gibt gewiss Leute, die versuchen zu erklären. Ich bin keiner davon. Ihr braucht euch nicht zu sorgen. Eure Körper bleiben unversehrt und stehen euch später wieder zur Verfügung. Auch wenn ich eine andere Brücke nehme? Selbstverständlich. Kann ich mich von A nach B teleportieren dadurch? Du musst durch diese Welt, durch den Traum laufen. Die Strecken können kürzer
oder weiter gefährlicher oder weniger gefährlich sein als in dieser anderen Welt. Allerdings wirst du hier sehr viel weniger schnell ermüden. Alle Brücken zählen? Alle Brücken dieser Stadt führen zum Hof des Salzes, solange sie über die Saale oder einen Seitenarm der Saale führen. Ey, Sophie, wir haben eine Abkürzung zur Uni. Hm? Abkürzung zur Uni. Hm. Klar. So cool. Die scheint mit ihren Gedanken irgendwie woanders zu sein. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ihr werdet dann diesen Weg weiter beschreiten. Und in einiger Entfernung seht ihr dann eine Frau. Schlank, groß, in... Lasst mich nachgucken. Sie kommt euch entgegen. Sie hat dabei leicht tänzelnde Bewegung. Flammendes Haar. Und mit flammend meine ich nicht die Farbe, sondern flammendes Haar. Glutrote, flackernde Augen. Sie trägt Ketten im Haar und an den Armen, die aus so einem knochigen Holzgeflecht sind, aus dem Blüten erblühen. Und ein Kleid aus Rot- und Goldtönen. Sie hat spitze Elfenohren. und sie strahlt. Überlegenheit ist auf jeden Fall das falsche Wort. Sie strahlt Macht, Anmut, Huldvolligkeit. Das steht übrigens auch im Duden. Aus. Sie, auch wenn das schwer möglich ist mit diesen Augen, hat aber einen eher freundlichen Blick aufgesetzt. In respektvollem Abstand. Sandro stehen bleiben und sich tief verbeugen. Vor ihr. Sophie macht, Sophie hat sogar gelernt, wie man einen Knicks macht. hat die das? Auf der Schule? Mit Sicherheit. Okay. Ja, ich nick ihr einmal zu, mehr oder weniger leicht angebeugt. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht und ich sehe da auch nicht wirklich die, das zu tun. Das ist in Ordnung. Du deutest das Nicken an und merkst, wie dir geholfen wird, wie sich dein Rücken automatisch dem Erdboden nähert. Es ist nicht so, als würde jemand Druck darauf ausfügen. Es ist so, als würde dein Rücken einfach mehr Anstand und mehr Respekt besitzen als du. Aha. Darf ich vorstellen, die Feuerblumenherrin Elera vom Hause Fiona und vom Hofe des Frühlings, Beraterin des Grafen. Ich bringe euch Herrin Sophie Milborough und David. Sie wird dann ihm zunicken und ihm eine der Blüten von dem Haarreif überreichen und er wird daraufhin sich nochmal verbeugen und gehen. Willkommen in eurem zweiten Leben und willkommen am Hof des Salzes. Wir freuen uns und ich kann sagen, dass der gesamte Hof, die Gemeinen und die Ski, erfreut sind, neue Mitglieder begrüßen zu dürfen
erst recht natürlich euch. Dabei blickt sie natürlich zu Sophie. Erst recht. Ich bin offensichtlich ein Gemeiner. Ja. Ja, ich sehe nicht glücklich aus damit. Wollt ihr mir folgen? Natürlich. Sie wird sich jetzt aufmachen in Richtung des Schlosses, aber dann doch in noch bestimmten Kilometer Abstand rechts einen Pfad einbiegen, der auch mit verschiedenen Blüten, die mindestens hüfthoch sind, gesäumt ist. Blüten und Blumen, die ihr noch nie in eurem Leben gesehen haben könnt. Manche bestehen scheinbar aus Papier und haben Origami-Faltungen. Und sie wird ab und zu über ein paar dieser Blüten streichen. Und dabei verwelken diese und lösen sich dann im Nichts auf, aber ein feuerroter Glanz umschlingt ihre Hände. Und wenn Sophie jetzt nochmal die Blüten dort berührt, dann wird sie nur eine wilde Wärme spüren und keinen Raureif haben. Wie unangenehm. David. Was dir auffällt ist, wenn die Tuse da vorne eine Adlige ist, ne? Dann scheint sie das irgendwie durch Nichtstun durchsetzen zu können. Ich meine, du hast dich verbeugt, obwohl du keinen Bock hattest. Sophie hat ihre Züge zum Teil. Und sie hat zum Teil ein paar, die Bewegungen sind einfach, Sophie kann schreiten, sag ich mal. Aber ihr fehlt offenbar auf jeden Fall der Glanz, den sie hat. Okay. Aber Sophie hat auch die Ohren, das haben wir übrigens letzte Folge vergessen. Sie geht mit euch zu einer Statue. Es ist eine echt große Statue. Also ihr passt bequem. Ihr seid ungefähr so groß wie der kleine Finger. Sie ist aber nur noch zur Hälfte da oder vielleicht ist sie im Boden versunken. Der Oberkörper ist leicht schief und sie hat die Hand zu einer Faust gemacht. Das ist offensichtlich auch ein Ski, der da in Stein gemeißelt wurde mit den edelsten aller Gesichtszüge. Ich könnte jetzt sagen, wie in Stein gemeißelt. Wäre ja dann auch so, ne? Es muss ein großer Herrscher gewesen sein. In vielerlei Hinsicht. Davor wird sie stehen bleiben und euch anlächeln. Es wird Zeit. Ihr werdet gleich den Traum betreten. Ihr seid schon jetzt im Traum, aber ihr werdet noch tiefer hineingehen. Ihr werdet dort euren Namen finden. Folgt dem Silberpfad. Geht nicht zu tief. Traut auf gar keinen Fall einem Stollentroll. Kommt nicht zu weit vom Weg ab und sucht nicht nach Arkadien. Ich weiß, es wird euch schmerzen. Ich weiß, ihr werdet mit aller Kraft wünschen, eure Heimstatt zu finden, aber sucht nicht nach Arkadien. Kehrt zurück, wenn ihr euren Namen habt. Okay, was ist so besonders an Arkadien? Arkadien ist das Land und die Stadt, aus der wir alle kommen und in die wir nie wieder zurückkommen. Sie ist das Paradies, das wir nicht mehr erreichen können, von dem wir abgeschnitten sind durch die Banalität der Menschen. Eine Verheißung, die wir nie mehr ganz fassen können, aber nur der Bruchteil davon hat schon einige wahnsinnig werden lassen.
Okay. Herrin Sophie Milborough, euch überreiche ich ein Wappenschild. Sie greift jetzt an die Statue, an der ein weißes Schild lehnt. Das ist ein bisschen über Knie hoch von dir aus. Es wird euer Wappen zeigen und damit das Haus offenbaren, zu dem ihr gehört. Tragt es bei euch. Danke. Cool, krieg ich auch so ein Ding? Nun, wir haben nur eins. Es ist höchst wertvoll. Keine Sorge, ihr könnt es nicht verlieren. Es wäre in der Tat mehr als ungewöhnlich, wenn ein Gemeiner einem Haus angehörte. Aber es ist alles schon vorgekommen. Wechselt euch ab. Herrin Sophie tragt es in der rechten Hand und du, David, trägst es in der linken. Wechselt euch ab und so du einem Haus angehörst und so du einen Titel hast, so wird er dann auf der linken Seite erscheinen. Vermischt nur nicht die Seiten. Ich grinse einfach mal. Okay. Dann wird sie jetzt die Hände mit den Handflächen nach oben in eure Richtung ausstrecken. Gebt mir eure Hände. Links oder rechts? Es ist egal. Okay. Dann gebe ich ihr die linke. Sophie würde dir die freie Hand geben. Okay. Auf euren Händen breitet sich ein Feuer aus, das eure Arme hinaufzieht und über euren Körper sich erstreckt, bis ihr in Flammen steht. Es ist warm und angenehm, es ist gemütlich und es scheint euch zu stärken. Wenn es warm ist, dann ist es unangenehm, es muss kalt sein. Nein, es ist nicht, du denkst, bitte hör doch mal auf, in diesen menschlichen Kategorien von warm und kalt zu reden. Ich meine in dem Sinne warm wie gemütlich. Ich meine in behaglich. Dem... Behaglich. Ja, behaglich. Kraftverleihend. Das meine ich. Ihr spürt das Wirken des Traums in euch und wie eure Seele, eure Feenseele und eure chimärische Gestalt festere Konturen annimmt. Das ist das Gefühl von Innovation, von Kreativität und von allen Gefühlen auf einmal, die man haben kann. Die ihr deswegen aber noch nicht selbst habt. Es ist die Essenz des Traums, die ihr spürt. Und aller Träume. Geht jetzt zu der Hand. Sophie tut, wie ihr geheißen. Und berührt sie beide. Auch das wird passieren. Dann sie wartet aber, bis David da ist. Ja, das ist schön. Siehst du, das wollte ich hören. Wenn ihr sie beide berührt, dann werden jetzt die Flammen von euch über die Faust lecken, bis das Feuer von euch darüber hinwegzieht. Und dann wird sich die Faust langsam zu einer offenen Handfläche öffnen. Gute Reise. Dann dreht sie sich um und geht. Das heißt, wir laufen jetzt über die Hand, alles klar. Also wenn ihr euch draufstellt, ja. Dann wird sich die Hand schließen. Und sie wird sich wieder öffnen und ihr steht an einem See. Pass auf. Lass mal doch mal die lächerliche Umgebung weg, denn die wird euch nicht das erste sein, was euch widerfährt. Was euch widerfährt, sind all eure Hunderte von Leben. In Kurzform und nur teilweise Kriege. Ihr Lieben, die ihr hattet. Kinder vielleicht, ob mit Mensch oder mit Fee, ist völlig irrelevant. Es durchfährt euch. Ihr beide hattet übrigens auch mal was miteinander. In einem Leben. Zumindest legt das eine der Erinnerungen nahe.
All das prasselt auf einmal über euch ein. Dazu alle Sachen, die in der Menschenwelt vorgekommen sind. Da erkennt ihr bloß mehr, weil ihr sie mit eurem menschlichen Geist fassen könnt. Wie französische Revolution, an der ihr zumindest am Rande teilgenommen habt. Weltkriege, Atombomben. Und die Landung auf dem Mond, die so erschütternd war für alle Traumwesen, dass sie euch wie nichts anderes im Gedächtnis geblieben ist, denn sie zog nach sich die Rückkehr der Ski und lange Jahre des Krieges von Gemeinen und Ski. Ihr erinnert euch kaum an Arkadien, den Ort, wo ihr geboren werdet und den Ort, wo ihr hättet niemals sterben können, wo ihr hättet niemals sterben sollen, wo die Zeit sich nicht nur dehnt, sondern wo es keine Zeit gibt, ein Ort, wo nicht nur alles real ist, sondern wo der Traum so dicht ist, wie er sonst nirgends sein kann. Ein Ort, den ihr nie wieder betreten könnt, den ihr nicht mehr von Weitem sehen könnt, der so weit weg ist, dass ihr ihn nie erreichen könnt, dass ihr auf dem Weg vermutlich tausende Leben durchleben könntet. Aber ein Ort, an dem ihr jetzt näher seid als alles andere. Also als jemals zuvor. Es ist traurig. Schon. Er steht am Rand eines Sees. Darum herum eine Wiese und ein kleiner Wald. Und am Himmel, er ist blau. Aber recht kühl insgesamt. Also das Wetter. Es ist eine Spur silbriger Wolken, die sich langsam durch die Landschaft zieht. Ich schaue mich mal nach meiner Seelenverwandten um. Direkt neben dir. Das ist schon ziemlich krass gerade. Wollen wir? Was ist eigentlich auf diesem Wappenschild? Es ist weiß. Aber wir wissen ja noch nichts, okay. So ist es. Die meisten der Erinnerungen, die ihr gerade übrigens durchlebt habt, ihr seid euch bewusst darüber, dass ihr sie vermutlich nicht mitnehmen könnt, nicht mehr zurücknehmen könnt. Sie bleiben hier. Das ist irgendwie etwas Seltsames, was man sich irgendwie nicht vorstellen kann. Ja, ich würde sagen, packen wir es, dann gehen wir los. Es ist... Hier, ich glaube, ich hatte recht. Sie hält ihm das Schild hin und schmunzelt. Ja, ich nehme das halt in die mir angepriesene Hand quasi, in die ich das nehmen muss. Das war links, glaube ich. Auf der rechten Hälfte formt sich eine Hälfte eines schwarzen Armes, eines Oberarmes, darüber anderthalb Zahnräder auf rotem Grund und ein schwarzes samtenes Tuch, das sich jetzt um das Wappen wickelt, und die Farbe verläuft langsam, nachdem sie sich festgesetzt hat, und blutet auf dem Boden. Und mit auf dem Boden bluten meine ich, es ist Farbe, die das Schild hinabrinnt, aber es ist Blut, das auf dem Boden tropft. Wow. Ist das die Hälfte von dem Wappen, was ich... Moment. War das nicht ein goldener Arm? Warte, ich kann es dir einfach mal zeigen, okay? Oh, ja. Ich glaube, ich habe dir gestern das Richtige gesagt, weil ich habe es mir gestern noch angeguckt dabei. Warte. Golden war der Greif, den ihr vorhin gesehen habt. Ja, ja, genau. Ah ja, der Untergrund hier war auch golden, aber nicht das, nicht der Arm. Da. Davon quasi jetzt von dir aus die rechte Seite. Du hast mir noch nichts geschickt. Oh, warte, ich hab's mir im Spielleiterfenster geschickt. Ich bin übel gut, ne? Da. Oder die linke Seite, welche auch immer du bekommen hast. Ich hab's vergessen, okay? Die hat sich sofort gebildet, als ich sie angepackt habe. Na, ich meine, bis die Farben... Die sind aus dem Wappen rausgedrungen und sind dann über das Ding gelaufen. Das heißt, es hat jetzt schon ein paar, vielleicht 2 Minuten gedauert, aber ich meine... Läuft.
Okay. Herzlichen Glückwunsch. Das zu dem Thema. Ich habe mich an dieses Wappen erinnert und das fühlte sich nicht gut an. Ja, ich sehe jetzt auch warum. Ich habe irgendwie das Wort Todesfehde im Hinterkopf, wenn ich mir das so angucke. Ich weiß auch nicht warum. Es ist auf jeden Fall das Wappen der Dugal. Ich habe das gestern unserem lieben Vermieter erklärt, was ich gesehen habe, woran ich mich erinnert habe. Und er sagt, das wäre Haus Dugal. Aha. Das ist schon mal schön. Siehst du, mir hat niemand geglaubt. Was denn? Kein Haus. Ich habe mich auch an nichts erinnert. Ich grinse sie gerade mal. Ah, wer ist jetzt der Herr? Ich hoffe, das ist... Also, ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, blutige Fäden und... Ganz ehrlich, ich will das auch nicht, aber... Vielleicht muss es einfach bei dir noch länger dran sein. Das glaube ich nicht. Das kam bei dir sehr schnell. Schon? Aber Alter, das... Kannst du das wieder nehmen? Das tropft hier alles voll. Obwohl, da finden wir den Weg zurück. Das ist ganz praktisch. Na, guck. Ja, was? Hänsel und Gretel. Auf! Das ist so. Ne, also das ist, Sir William wird uns die Brotkrümel nicht vom Weg picken. Naja, das ist richtig. Aber ich meine ja nur, das wäre vielleicht ganz gut. Wir gehen jetzt in einen verwunschenen Märchenwald. Yay! Da ist es immer gut, eine Brotkrumenspur hinter uns herzuziehen. Oder eine Blutspur, also. Ja, hey. Man tut, was man kann. Mhm. Du weißt doch, ich bin ein Heinzelmännchen, ich helfe gern. Mhm. Ich bin offensichtlich nicht das, was alle glauben, was ich sei. Du bist was Besseres. Offensichtlich ja nicht. Nee, du bist was Besseres als die. Und dann werden die sich alle tierisch. Ja, siehst du, bestimmt. Keine Ahnung, wir kennen uns ja schon seit ein paar tausend Jahren. Ich stehe über den Häusern, ich brauch sowas nicht. Das kann durchaus sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich kann mich, ehrlich gesagt, kann ich mich nicht daran erinnern. Aber ich kenne die schon ziemlich lange. Ich kenne die schon ziemlich lange und ich weiß, oh, ich weiß, okay, das erzähle ich jetzt nicht. Was also weißt du? Ich hatte gerade einen Gedankenblitz. Also, er grinst dich an. Ich kann mich an eine sehr lebhafte Nacht erinnern, sagen wir es mal so. Es war sogar eine Hochzeitsnacht. Oh, ja. Aha. Du hast ein weißes Kleid getragen. Das habe ich jetzt auch. Nein, ich meine ein Hochzeitskleid. Ah. Ich habe meinen Bräutigam mit dem Trauzeugen betrogen. Ich bin ein schlimmes Weib. Nee, ich erinnere mich auch, wie wir vorher vor diesem komischen Dings standen und irgendwelche Bänder um unsere Hände geschlungen haben. Quasi you and me. Hm. Faszinierend. Okay. Na dann.
Puh. So, Denk nicht zu viel drüber nach, lass uns lieber weitergehen. Jupp. Gehen wir noch ein bisschen. In welche Richtung geht ihr denn? Ja, naja, sie sagt Silberpfad, also muss es hier irgendwas geben, was so ähnlich ist. Ja, da oben waren irgendwo silberne Wolken. In die Richtung gehen wir. Ja. Okay. Es ist ein recht schmaler Waldpfad. Es ist ein heller Wald mit viel Getier. Es ist kein Disney Schneewittchenwald, aber ja, er strahlt eher Freundlichkeit aus als alles andere. Ihr kommt an eine Kreuzung. Rechts sieht man in einiger Entfernung hohe Berge. Schneebedeckt gar. Es ist ein ganzes Gebirgsmassiv, was sich da auftut. Und der eine Gebirgskamm ist besonders beeindruckend, weil er sehr zackig ist, wie der Schwanz einer Echse. Das Schild in der Richtung besagt Suldra, mit Z geschrieben, unbedingt meiden. Im Ernst jetzt, auf keinen Fall dahin gehen. Ich hab dich gewarnt. Die andere Richtung besagt Königreich. Name folgt. Zwei Meter daneben ist ein Schild, wo dann steht folgend Doppelpunkt und der Name des Königreichs. Er ist offenbar auf diesem Schild noch nicht ganz abgeschlossen, denn die nächsten 100 Meter seht ihr viele Holzschilder, die den ganzen Namen beschreiben. Er ist doch eher lang. Zu lang, um ihn hier zu nennen, sonst sind wir eine Stunde noch nicht fertig. Okay, wir gehen in die andere Richtung. Geschickt eingefädelt, hätte ich auch gemacht, wenn ich mir keinen Namen hätte ausdenken wollen. Das war ein Ingame-Kommentar, ne? Mhm. Ja. Das war gut von dir. Ja. Schließt sich auf jeden Fall nicht jeder durch, würde ich sagen. Gehen wir in die andere Richtung? Weiß ich nicht, in welche Richtung fliegen denn die Wolken? Oh, ist eine gute Idee. Die Wolken gehen in Richtung des Königreichs. Nee. Okay, und du kannst nach diesem Gang den Namen nicht auswendig. Wer ist denn hier der Genius von uns beiden? Ich bin die Künstlerin, ich muss mir sowas nicht merken. Ich bin ein Adeliger, sorry. Oder sowas ähnliches. Oder irgendein Schildträger von irgendeinem Adeligen. Aber das ist egal. Ich bin wahrscheinlich der Leibeigene von irgendjemandem. So, Sir William, it's your turn. Please remember the name. Ich fange an, diesen zu lesen. Er ist echt lang. Mhm. Außerdem würdest du ihn jetzt rückwärts lesen müssen. Sein, du wirst vorgehen und dann nochmal den Weg zurück. Er hat übrigens sehr viele Xe drin. Ungewöhnlich viele. Okay, wir gehen ab. Nach einer halben Stunde Fußmarsches, die absolut nicht beschwerlich sind, erblickt ihr die Tore einer Stadt. Davor einen Markt mit unheimlich vielen schwarz gekleideten Menschen. Die Frauen tragen dabei vor allen Dingen Hüte mit, wie nennt man das, mit einem Gesichtsschleier. Ich meine so ein Beerdigungsschleier, so ein Netz quasi. Und die Herren anzugähnliche, eher mittelalterlich angehauchte Kluften, aber alle auf jeden Fall in schwarz. Wollten Sie deshalb, dass wir weiße Kleidung anziehen? Damit wir möglichst auffallen? Maybe, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch die Sitte, dass an dem Hof weiß getragen wird oder so, keine Ahnung. Glaube ich nicht. Ich glaube, das hat was Jungfräuliches, deswegen sollten wir das tun. Was Unbeflecktes, die Unschuld, du weißt schon. Das kann sein, ja. Ich fühle mich nicht besonders unschuldig, wenn ich ehrlich bin. Warum nicht? Weiß ich nicht.
Ich war vor wenigen Tagen noch eine Kriegstreiberin. Nun, das stimmt. Und offensichtlich hast du sie auch irgendwie erschaffen. Also sagte er ja, man kann irgendwie unsere Worte haben Macht. Vielleicht haben deine Bilder auch Macht. Das klingt jetzt doof, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so ist. Mal dir doch dein eigenes Wappen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sowas früher oder später passieren wird. Okay. Tja, ich habe sogar einen Block dabei. Wer hätte das cool gemacht? Wo an deinem Kleid hast du den eigentlich untergebracht? An einer Tasche, die Sophie erst wesentlich später gefunden hat. Die man in ihrer Höhle? Bitte? In ihrer Höhle? Ja, weil man... Genau. Eine Tasche, die eigentlich an diesem Kleid gar nicht auffällt. Nur wenn sie sie herausholt, dann sieht man, dass es eine Tasche ist. Ansonsten fällt sie irgendwie nicht auf und man sieht sie nicht. Okay. Ist es irgendwie eine fellbesetzte Tasche, damit sie vor der Kälte gesichert ist, also die Inhalte gesichert sind? Oder ist es auch mit wie dein Kleid? Das ist derselbe Stoff wie das Kleid. Okay. Wir gehen in die Stadt. Okay. Wenn ihr also auf die Stadttore zulauft, dann hört ihr schon natürlich in einiger Entfernung vom Markt die Schreier und Schreierinnen. Zwiebelamulette, kauft Zwiebelamulette und drückt eure Trauer aus. Modische Schleierhüte für die Frauen und schwarze Anzüge für die Herren. Leinen, schwarze Leinen. Hier, verwaschen, schminken, kostenlos. Yeah. Offenbar wird auch kein Essen angeboten. Hey, ihr da, kommt her. Was ist das für eine Farbe? Ihr wollt eure Trauer ausdrücken. Kommt her, reiches Sortiment. Ein besonders modischer Hut für die Dame, ein besonders modischer Hut für den Herren. Darf ich kurz unterbrechen? Worum wird hier eigentlich getrauert? Ich wüsste gerne, warum ich trauere. Oh, wir alle trauern fürchterlich, oh ja. Wir trauern fürchterlich, es ist eine Schmach. Eine Schmach ist es, nicht wahr? Eine Schmach ist es. Eine Schmach ist es. Vor 5 Jahren nahm der schreckliche, der fürchterliche Drache Suldra die Prinzessin hinfort. Die Prinzessin hinfort. Und wir trauern seitdem. Ja, ja. Wir trauern, denn es ist verordnet. Nein, wir trauern über den schrecklichen Verlust unserer Weisen, unserer Schönen, unserer begabten Prinzessin. Also hier, kauft Anzüge, kauft modische Trauerbekleidung, das neueste Sortiment. Wirklich am günstigsten am diesen Stand. Wenn jetzt irgendwo Schreck auftaucht, will ich pressig gewesen. Was ist dein Schreck? Ich hab's akustisch nicht verstanden. Sie sagte Boo. Was ist dein Boo? Aus welchen Landen kommt ihr? Was ist das für eine Farbe? Keine Farbe. Was ist das für eine Unfarbe? Naja, eigentlich sind da alle Farben drin. Blasphemie! Ihr müsst euch einkleiden. Seid ihr auf dem Weg in die Stadt? Nein, auf dem Weg zu Suldra. Wir haben eine praktische Suizidbrücke, falls die Trauer euch übermannt. Sie ist gut ausgestattet und davor ist ein Stuhl, um Sünden zu beichten. Es sind viele Anwälte dort, die euer Testament aufnehmen können. Ich könnte mir wirklich schönere Arten vorstellen, zu sterben. Sie guckt David an. Offensichtlich ist das unsere heilige Quest. Mhm. Na dann. Quest? Wir haben eine heilige Quest? Ja, klar. Warum? Es gibt immer eine heilige Queste. Nein, hört mich an. Also zum einen, am wichtigsten, ihr könnt nicht Suldra gegenübertreten ohne modische Kleidung. Naja, wir haben ein Schild, das reicht. Und dann hauen wir ihm zusammen. Aber viele Ritter, Barbaren, Kriegstreiber, Zauberer, sie haben es alle versucht, sie kamen nie zurück. Es waren ja auch alles Männer. Naja, würdest du zurückgehen, wenn es einfach da ultra geil ist? Siehste, denk mal drüber nach. Das muss doch ultra geil sein, es kommt keiner zurück. Ergibt Sinn. Wenn ich die ganze Zeit trauern müsste, würde ich auch nicht zurückkommen wollen. Ihr seid vom Wahnsinn befleckt. Wollt ihr nicht wenigstens
euch eintragen in der königlichen Belohnungsliste? Belohnungsliste? Ich mag Belohnung. Also alle, die versucht haben, die Prinzessin zurückzuholen, haben sich wenigstens eingetragen für die 500... Für die 500 getrockneten Tränen, die man bekommt. Getrocknete Tränen? Ja, ja. Als Zeichen, dass die Trauer dann ein Ende hat. Man schmiert sie. Sind die konserviert? Ich bin kein Alchemist, aber sie sind ein Zeichen dafür, dass ihr die Retter des Königreiches seid und dass ihr unseren Hoch. Aber reicht da nicht eins beziehungsweise zwei, also eins für jeden? Aber es sind nun mal 500. Viele von uns mussten täglich haben freiwillig und in ihrer Trauer die Tränen gespendet für den Retter unseres Königreichs. Ja. Ja, okay. Du weißt nicht zufälligerweise, wo hier die Bibliothek ist, wo die Namen stehen können? Ich hab's das leider wieder nicht verstanden. Wo Namen drin stehen könnten. Die Namen? Im königlichen Namensregister wird ein jeder Einwohner verzeichnet, ja. Na guck. Also, aber ihr könnt nicht innerhalb der Stadtmauern. Also ihr könnt nicht hinein, wenn ihr nicht angemessen gekleidet seid. Wir sind angemessen gekleidet. Nein, ihr habt keine Trauerkleidung. Unsere Trauerkleidung ist weiß. Aus dem fernen Land Londonien kommen wir her und da trägt man weiß. So ein Zeichen seiner Trauer. Oh, das ist sicherlich interessant, Fremde, aber ihr müsst verstehen, in diesem Königreich tragen wir schwarz und auch die Besucher tragen schwarz, wenn sie die Stadtmauern eingelassen werden wollen. Aber das wäre eine Frau gegen meine Herren. Ja, aber direkt den Drachen legen ist immer so ein fies. Das ist wohl, dann haben die anderen nicht so gemein. Meistens sind Drachen eigentlich ziemlich nett. Ja. Er verwüstet Städte, brennt die Umgebung nieder, stiehlt Gold und tötet. Den letzten Drachen, den ich kennengelernt habe, der hat einfach nur eine Lanze zwischen den Zähnen. Weißt du, wie scheißen, wie ihm das tat? Er kommt aus einem sonderbaren Land. Ja, den habe ich auch ausgezwungen. Dann war der Drache auch einfach also, in die Not. Ja, oder so. Das ist halt, ne, also Frauenprobleme halt. Auch Drachen haben manchmal, ne, Krämpfe im Bauch. Das ist halt. Habt ihr denn schon versucht, mit dem Drachen zu reden? Nun, ich habe auch noch nicht versucht, die Suizidbrücke zu benutzen. Ja, so geht das dann natürlich nichts, ne? Also, soweit ich weiß, hat unser hochheiliger König Puxalomir Kaxanatet Lexamino Ruxabelta Sixalano es damals versucht. Kannst du den Namen auch bitte wiederholen? Puxalomir Kaxanatet Lexamino Ruxabelta Sixalano. Aber weder er noch seine hochheilige Gattin Pelmenia Pulmania Polmanskia Pitovia Patellica konnten irgendetwas erreichen für die Befreiung unserer liebten, geliebten und wirklich schönen und weisen Prinzessin Anne. Sehr schön. Oh Mann. Welchen Teil habt ihr nicht verstanden? Den witzigen. Oh, das kommt daher, weil der nicht vorkam. Oh. Es ist alles eine ernste und traurige Sache, ja, ja, ja. Deswegen riecht es hier so nach Zwiebel. Es ist nicht verkehrt daran, seiner Trauer nachzuhelfen. 5 Jahre des Trauerns sind sehr auslaugend für Körper und Geist. In der Tat, in der Tat. Am schlimmsten traf es den König selbst. Man hörte, 10 Kilo Zwiebeln braucht er jeden Tag, um sich zu helfen. Der muss seine Tochter echt gehasst haben. Wie könnt ihr das sagen? Er liebte sie über alles. Offensichtlich, denn sonst würde er ja 11 keine Hilfe benötigen. Zwiebeln brauchen. Ihr versteht nicht. Er liebt sie so abgöttisch.
und das versteht jedermann, dass er sich dazu entschieden hat, seinen eigenen Körper über das natürliche Maß hinaus dazu zu bewegen, sich der angemessenen Trauer hinzugeben. Und natürlich hat er das, und wir alle verstehen das und sind ihm dankbar dafür. Selbiges für die ganze Stadt verordnet. Also Trauer sogar nicht freiwillig. Oh, doch. Mein Geist ist willig und das Fleisch ist ausgetrocknet. Es wurde verordnet, dass man freiwillig trauert. Das ergibt Sinn, ja. Ja, finde ich auch. Klingt irgendwie nach Nordkorea. Gehen wir zum Drachen? Ja, ich finde den irgendwie interessanter, als hier an so einer Suizidbrücke zu stehen. Es war ja von vornherein mein Plan, dass wir da lang gehen. Aber der ist nicht auf unserem Pfad, wir müssen diesem Pfad weiter folgen. Und darf ich euch nun eintragen? Ja, ja. Was darf ich eintragen? 3 Xe. Vielmehr 2 Xe für mich und 1 X und 1 Y für ihn. Könnt ihr nicht schreiben? Nein. Und wie heißt ihr? XY. Und Xi? Und weiter? Das erste ist mein Vorname und das andere ist mein Nachname. Wir sind Geschwister. Londonien muss ein Teufelsland sein. Irgendwann werde ich es beweisen. Wenn ich über die angemessene Trauerphase hinweg bin oder ihr vielleicht den Drachen tötet und unsere Prinzessin zurückbringt. So also schwer kann es ja nicht sein. Ne? Also wir wollen ihn ja nicht töten, wir wollen einfach nur behandeln und dann mal gucken, was dem Drachen so fehlt. Weiß man, ob es ein männlicher oder weiblicher Drache ist? Wir kamen nie dazu zu fragen, bevor er unsere Städte verbrannte und... Kein Wunder, dass sie das nicht... Also, ganz ehrlich, wenn ihr nicht auf die Leute zugeht, wie sollt ihr denn über ihre Bedürfnisse und ihre Nöte erfahren? Sicherlich fiel es den Leuten schwer zu sprechen, als sie im Drachenfeuer vor Qualen verzweifelt ihren letzten Atemzug taten. Anfänger. Okay, ja, komm, wir regeln das. Der Geist war willig, aber das Fleisch war verbrannt. Ja! Typischer Anfängerfehler. Wir wünschen euch viel Glück und falls ihr Ausrüstung braucht, auf dem Weg ist auch ein kleiner Markt dafür. Lanzen, Schwerter, Bögen, Pfeile. Tee? Tee ist immer gut. Scones? Helle Baden, Armbrüste. Muffins. Rüstungen. Die haben keine Erfahrung mit Drachen. Sandwiches. Die haben echt keine Erfahrung mit Drachen. Das haben sie vergessen, glaube ich. Salben für Brandblasen. Ich schüttel einfach nur mit dem Kopf. Jedes Mal, wenn er irgendwas sagt. Kleine Törtchen. Dann nick ich wieder. Wo landen, Leute aus Londonien? Und Xi, wir werden euch sicher nicht vergessen. Heute nicht mehr. Ich drehe mich um in die Richtung Drache. Die Wolken am Himmel sind verschwunden, aber ab und zu seht ihr einen Vogel mit silbrigen Gefieder, wie heißt der? William von Van Eyck Fischer, ne? Ja. Den William Van Eyck Fischer natürlich nur zu gern jagt. Sir William. Ist Sir William denn dabei? Sir William. Ja, Sir William ist dabei. Sie hat's vorhin gesagt, was soll ich da machen? Der ist jetzt dabei. Krasser Schiss. Vielleicht ist er ja doch nicht so normal, wie du dachtest. Offensichtlich. Oder es ist für Tiere normal. Wie können Tiere denn banal sein? Das würde so einige Verhaltensweisen einer Katze erklären. Wir sollten vielleicht erstmal Schluss machen. Also okay. Mit der Folge. Dann machen wir das auch. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Delly Dorftrottel und anderen. Ach ja. Das Schöne am Traum ist ja, dass ich alles machen kann, was ich will. Also im Nahen noch nicht ganz so, also im Nahen Traum. Wenn die mal weiter entfernt gehen würden, dann wirklich alles. Aber dann wird es auch ungemütlicher. Ich wollte es ja erstmal gemütlich halten. Habe ich ja gesagt. Hier ist ja auch gemütlich.
Ich habe eigentlich nicht so viel zu dieser Folge irgendwie zu erwähnen, glaube ich, weil die Sachen, die klar sein müssten, die, denke ich, sind nicht total schlecht rübergebracht. Und das Einzige, was ich hinzuzufügen habe, die beiden haben ja nicht gefragt, das ist aber auch nicht schlimm. Ich hatte nur eine Antwort parat, und zwar in diesem beschissenen Königreich da gibt es keine Nachnamen. Das heißt, man muss ja trotzdem die Leute unterscheiden können, und es wurde schon vor langer Zeit verfügt, dass jeder Name nur einmal existieren darf. Und da man irgendwann das Ende der Kreativität erreicht hatte und des Aussprechenkönnens natürlich, das muss dann auch irgendwie handelbar sein, musste halt immer ein weiterer Name angehangen werden. So, deswegen heißen die, wie sie heißen. Aber der König kam auf die gute Idee, sein Kind Anna zu nennen. Ich weiß, ich habe mich versprochen und habe Anne gesagt, aber eigentlich sollte es Anna heißen, weil sicherlich gab es schon mal ein Kind, das Anna hieß. Ja, klar, auf die Idee wird schon mal jemand gekommen sein. Aber niemand kam auf die Idee, vielleicht auch, weil niemand der König ist und sich damit durchsetzen kann, sein Kind halt andersrum Anna zu nennen, weißt du? So wie bei Otto, das wäre auch gegangen. Deswegen heißt die, hat den kurzen Namen und nicht 50. Genau. Ich finde es auch gut, dass die beiden eingestiegen sind auf diesen ganzen Namensscheiß, in dem sie sich X und Xi genannt haben. Dort hat mir gefallen. Gut. Den Rest zu dem ganzen Traumding denke ich dann im Outro der nächsten Folge. Das hat hier wenig Zweck. Bis zum nächsten Mal. Mhm.